Es ist aber nicht so, dass mir einer Gartenschau, weil ich weiß, sie vertreten in Teilen ja auch Bezirke, Stadtteile und andere, ob nun im Osten oder auf den Höhen, die jetzt in dieser vorgestellten Konzeption ja nicht erstmal Berücksichtigung finden. Aber Gartenschauen, insbesondere Bundesgartenschauen, leben eben nicht nur von den beiden Kernbereichen, sondern in dem Rahmen werden auch, sage ich mal, Korrespondenzbereiche, Satelliten im Stadtgebiet, was das Thema Freiraum anbelangt, eben entsprechend mitentwickelt, die dann auch Außenstandorte dieser Gartenschau sind und für Leute, die ein Wochenende hier bleiben, eben dort eben auch, sage ich mal, Besuch und Anknüpfungspunkt sind, aber auch um dieses Thema Gartenschau in die anderen Stadtteile eben entsprechend zu bringen. Es kann im direkten Umfeld sein, kann aber, wie eben gerade gesagt, auch in Kronenberg oder in anderen Bereichen oder in Barmen irgendwo sein. Das heißt, kleinere Aufwertung von öffentlichen Räumen, kleinen Pocketparks, eben entsprechend mal diese Aktivierung mit für Jugendliche oder Kinder in den einzelnen Bereichen oder halt eben diese Nachbarschaftsprogramme, dieses Urban Gardening, diese Themen, die eben entsprechend dann, wann auch immer die Gartenschau sein wird, eben entsprechend dort auch Thema sind im urbanen Kontext von Freiraumprojekten.